Hallo, mal wieder aus Straßburg. Diese Woche hat ja Barroso eine historische Rede gehalten, die auch ziemlich lang war. Aber das Antipiraterieabkommen ACTA hat er leider nicht erwähnt und deswegen machen wir das jetzt. Genau. Und da haben wir eigentlich schon einiges an Erfolgen vorzuweisen. Das Europäische Parlament hat also seit Anfang des Jahres spätestens enormen Druck gemacht, damit endlich sich was tut bei diesem großen Monster-ACTA-Abkommen, dass das ein bisschen zusammengestutzt wird zumindest. Und da haben wir jetzt sogar eine schriftliche Erklärung, in der nochmal das, was wir im März auch schon klar gesagt haben, wiederholt wird, die jetzt die Mehrheit der Stimmen hier im Parlament hat. Und ja, es geht in die richtige Richtung, aber es reicht noch lange nicht, stimmt's? Ja, da fehlt noch einiges. Das Problem bei ACTA ist ja, dass quasi die Verantwortung für geistiges Eigentumsrecht an Private abgegeben wird, also von der öffentlichen Hand in die private Hand. Und da gibt es halt ganz viel noch Ungereimtheiten. Wir wissen halt immer noch nicht, ob ACTA in der jetzigen Form zum Beispiel die Herstellung von Generika, also Medizin, die nicht so teuer ist, weil sie eben nicht Ratiopharm heißt, sondern anders, ob das beeinträchtigt wird, ob zum Beispiel Menschen, die sich was aus dem Internet runterladen, beeinträchtigt werden können. All diese Sachen sind noch nicht gelöst, auch wenn die Kommission immer sagt, das macht nichts, Leute, das ist alles super. Da haben wir noch lange keine Garantien. Es gibt keine Garantien für Verbraucherinnenschutz oder Menschenrecht im ACTA-Abkommen. Das muss sich noch ändern. Ja, das hört sich ja ganz schön viel noch an und da wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Was ich auch gehört habe und was auch immer hier wieder wiederholt wird, ist natürlich die Frage, könnte das ACTA-Abkommen über das geltende EU-Recht auch hinausgehen? Und das ist natürlich extrem undemokratisch und intransparent, wenn jetzt über Handelsabkommen, die nächste Runde ist dann in Japan, irgendwo ganz fern von uns entschieden wird, was hier in Europa für Recht gelten soll. Das geht natürlich nicht und da muss mehr Transparenz herrschen. Das haben wir auch immer wieder als grüne Fraktion eingefordert und hoffentlich tut sich da was. Wir bleiben auf jeden Fall dran und sehen uns ja wahrscheinlich dann auch in 2 Wochen schon wieder hier, weil wir nach der Sommerpause einiges abzuarbeiten haben, gibt es dann noch eine zweite Straßburg-Plenarsitzung. Ja, und den Text von ACTA gibt es ja eigentlich noch nicht richtig offiziell, aber wurde geleakt. Das heißt, ihr könnt ihn auch auf actonacta.eu nachlesen, wenn ihr wollt, langer Text. Naja, und wir haben ihn auch gelesen, zumindest bis zur zweiten Straßburg-Woche. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.